Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Runde Supreme Commander. Ich bin Ultimates Manage und wir schauen uns das zweite Replay an, das mir geschickt wurde. Wieder von Chris, den wir mal kurz hier reingaten lassen. Wieder mit diesmal mit UEF statt Aeon, wie beim letzten Mal. Er öffnet First Land. Und sein Gegner dieses Mal ist J5111723. Ich werde ihn J abkürzen. Auch er öffnet First Land. Auf der Map Fields of Isis. Wir haben hier einen Hydrospot, der etwas weiter weg ist. Deshalb. Ja, wir sehen aber noch keinen P-Gen. Ich weiß, dass Chris mir tatsächlich mal ein paar Sachen noch gesteckt hat. Also, soweit ich weiß, bevorzugt er es, ein paar Power Generators auf so einer Map zum Beispiel früher zu bauen. Einfach damit er sicher sein kann, dass er keinen Power Stall hat. Aber darauf scheint er hier zu verzichten. Anders als Jay. Weisen vom Skill ungefähr ähnlich. 834 zu 906 ist das Rating. Aber Jay ignoriert im Moment erstmal den Hydro-Spot. So, beide ziehen direkt nach vorne. Ah, jetzt kommt der Hydro-Spot. So, dass er alle Landfabriken erwischt. Ist natürlich praktisch, dass hier dass es eine Vier-Spieler-Karte ist. Heißt, die beiden können sich die Position von ihrem Verbündeten-Spieler halt beide holen. Wichtig wird natürlich dann die Mitte zu kontrollieren. Wobei das eigentlich immer gilt. Da ist das Hydro-Plant. Er hat noch keinen normalen Power-Generator. Oh, das wird knapp. Das wird knapp. Also das ist echt auf Kante genäht gewesen jetzt. So, Jay hat geht lieber auf normale Energiegeneratoren. So, was Masse angeht, sehen wir noch nicht so viel. Aber Reclaim haben auch beide noch nicht angerührt. Chris schickt seinen Commander. Wo willst du hin? Ich sehe seinen Bewegungsbefehl nicht. Wieso kann ich seinen Bewegungsbefehl nicht sehen? Ah, jetzt funktioniert auch... ja, ich habe es vorhin falsch gemacht mit dem Reclaim. Es ist eine Menge hier. Ich glaub, genau, hier sind nämlich Wracks. Also hier in der Mitte ist eine Menge Reclaim. Also es macht schon Sinn, mit dem Commander hier früh hinzugehen. Und sich das zu sichern. Während die Engineers hier hinten arbeiten. So, wir haben hier vier Landfabriken. Und eine, die schon hier arbeitet, die wird wahrscheinlich sich um Engineers kümmern das ganze Spiel über. Da haben wir einen... Ein UEF, der ein Techniker, der reclaimed. Genau, ich habe gar nicht das Volk gesagt. Jay spielt ein Chip Brain. Ein Chip Hirn. Ich glaube, das haben sie aber. Ich überlege gerade, der Ausdruck war, glaube ich, auch nur in Supreme Commander 2, oder? Oder haben sie ihn auch im ersten Teil verwendet? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ist so lange her, dass ich die Kampagne gespielt habe. So, Chris sichert hier und reclaimed. Jay hat einen leichten Vorteil, was Masseeinkommen angeht. Aber darf... Ja, wobei, nee, was Reclaim angeht, hat er im Moment auch einen Vorteil. Aber er hat dafür noch nicht so viele Fabriken stehen. Wir haben hier Land, also... noch. Okay, er geht Fourth Air. Während hier noch... Ja, das hier ist eher fünfte als Land, wenn man das so zählt. Was tust du, Chris? Du kannst noch jede Menge reclaimen, aber er hat einen Power Stall. Langsam wird es wieder. Ja, jetzt fängt es an zu reclaimen. Während Jay nicht seine Base verlässt. Das ist ja eigentlich... komisch. Ich meine, er hat den Nachteil als Cybern, seine ACU hat weniger Gesundheit, aber nichtsdestotrotz will man ja normalerweise mit dem Commander am Anfang viel kämpfen, solange er noch relativ stark ist, weil der Commander ja praktisch nur zwei T1-Ingenieure ist, mit einem verringerten Bauplanmenü noch dazu.
aber die Feuerkraft von 20 Panzern hat, die man liegen lässt, wenn er nicht kämpft. Und man kann Veterancy sammeln, wodurch der Commander auch später schwerer zu töten ist. Aber das funktioniert zumindest für Jay insofern, dass er ein größeres Masseeinkommen hat. Reclaim hat Chris aber klar die Nase vorne. Und im direkten Kampf haben die Cybrons natürlich auch so ihre Nachteile. Wir haben inzwischen 4 Fabriken, die hier so Einheiten rausschicken. Hier ist eine 5. 6, 7, 8. Und hier haben wir jetzt gerade mal 1, 2, 3. Hier ist eine Landfabrik. Hier sind 4 weitere im Bau. Da ist noch eine. Hier ist noch eine Luftfabrik. So, er versucht hier zu sichern. Aber für einen Push wäre Chris im Moment definitiv vorne. Weil er könnte hier einfach durch. Und wenn er hier zumacht, ist vorbei. Ich glaube, das hat er auch vor, wie es aussieht. Oder nicht? Nee, wo wollen die hin? Er sammelt nur. So, natürlich weiß Chris nicht, wie viel hier los ist. Das ist natürlich das Problem. Man kann natürlich eins zuzukriegen, ist natürlich nicht schwierig. Aber man muss natürlich beide zukriegen, weil sonst ist es auch sinnlos. So, Jay hat ein Radarsystem hier reingepackt. Also er sieht genau, was Sache ist. Oder zumindest sieht er, wie viele Einheiten hier unterwegs sind. Da sieht er auch den Commander. Wie er gerade hier schön versucht, Reclaim zu klauen. So, Chris zieht seinen Commander wieder zurück. Hier kommt es zu einem Gefecht, wie es aussieht. So, Masse ist ziemlich ausgeglichen wieder, aber Reclaim hat Chris einfach viel, viel mehr. Allerdings sind natürlich die Versorgungswege von diesen Fabriken hier ziemlich weit. Hier ist einfach ein Interceptor mit 13 Hitpoints gelandet. Na, da stört er nicht. Das ist natürlich auch so ein Ding. So, Luft-zu-Luft-Waffe schön und gut, aber ein gelandetes Flugzeug zählt dann halt trotzdem weiterhin als Luftziel statt als Bodenziel. So, das will mir nicht in den Kopf. Weil dann dürften ja theoretisch die Schwebi-Schwebi-Sachen von den Aeon auch eigentlich Luftziele sein, weil sie schweben ja. Also selbst wenn man sagt, das Flugzeug ist nicht komplett auf dem Boden gewesen, ergibt das keinen Sinn. So, hier sammelt sich was. Hier kommen Point Defense. Der zweite könnte vielleicht mal helfen, aber wahrscheinlich hat er nicht die Masse, ne? So, der Commander geht scheißen hier hin, während Jay seine Basis immer nicht verlassen hat. Ich glaube, sein Commander hat die letzten 5 Minuten nichts getan. Aber eine Menge Reclaim hier. So, da kommen sie. Aber wenn die Point Defense jetzt online geht, dann ist durch. Da kommen die Spider-Bots hier nicht mit klar. Das ist ja so ein bisschen das Ding an den Cybrons, dass sie mehr so auf Hit und Run ausgelegt sind. Und eigentlich eher schnell einen Tech-Vorteil brauchen. So, Reclaim. Wo willst du hin, Chris? Du kannst Reclaim. Die
jede Menge leckeres Reclaim, aber... Und dafür kann er hier oben dann abdichten. Sehen wir schon irgendwo eine verbesserte Fabrik? Der Commander macht auf jeden Fall wieder etwas, aber er ist nur am Reclaimen. Was die Engineers aber auch machen könnten. Also was hat er vor? Was ist sein Gameplan? Wir haben hier eine T2-Landfabrik. Und Chris macht auch das T2-Upgrade auf seiner SCU direkt hier auch noch. Ich muss gestehen, ich glaube, hier wäre ich eher auf Gun-Upgrade gegangen, wenn ich meinen Commander schon hier an der Frontlinie festwachsen lasse. Ich meine, wenigstens kann er noch schießen, aber... Aber ich weiß nicht, ob das T2-Upgrade... Na gut, wenn er vorhat, eine Feuerstellung hier einzurichten, wäre es natürlich schon hilfreich. So, du machst... Er hat die Fabrik geupgradet, aber er hat noch keine einzige Einheit damit produziert. Hat er es vergessen einzustellen oder hat er einfach gerade nicht die Masse? Oh, das ist nicht schön. Ich meine, diese Einheiten allein sind für den Commander jetzt keine große Gefahr, aber... Er kommt halt auch nicht weg. Und da kommen mehr Gegner. Ich meine, hier kommt Verstärkung. Sekunden bis zum Upgrade. Dafür muss er jetzt hier oben aber die Position komplett aufgeben. Oh ja, jetzt kommt sie gerade zum großen Gefecht. 80% auf dem Upgrade. Er ist immer noch im grünen Bereich, was Gesundheit angeht. Aber jetzt wäre ein guter Zeitpunkt für ein paar Pillars. Aber das sieht doch nicht danach aus, als wären welche auf dem Weg. T2 ist fertig. Gibt natürlich auch direkt ein bisschen Gesundheit für den Commander. Ich glaube, hier wäre das Gun-Upgrade eine gute Wahl gewesen. Weil der Commander kann jetzt gut Kills sammeln. Ja, er wird langsam überwältigt. Oh, auf halber Gesundheit. Ja, langsam kommt eine Verstärkung rein, aber das ist knapp. Also ich glaube, der T2-Move hier war ein Fehler. Aber das versucht Jay jetzt natürlich auszunutzen. Und ich meine, als Cyber muss er schnell werden. Da war ein Veterancy-Rang. Das heißt, unser Commander hier hat ein bisschen Gesundheit zurückbekommen und regeneriert sich schneller. Also Glück im Unglück. Aber er musste halt jetzt hier komplett aufgeben. Hier hat er wieder einigermaßen zubekommen. Aber hier ist auch zwei... Nee, ist eine Artillerie. Gerade außer Reichweite. Jay hat jetzt T2 gerusht auf seinem Commander in 16 Sekunden. Wow. Hat einfach... Gut, er hatte hier 11 Ingenieure, wenn ich jetzt gerade richtig sehe. Damit geht es natürlich schnell. Was hat er jetzt vor damit? Was ist sein Plan? Wir haben hier ein paar T2 Maxes. Die hat Chris inzwischen auch. Reclaim hat Jay jetzt die Nase vorne. Beim Masse-Einkommen ist Chris immer noch vorne, aber er verliert Boden. Also in Sachen Spam ist Jay gerade definitiv in Führung. So, hier werden langsam... Ne, ist ein T1er. Ich dachte, er baut jetzt ein paar T2er, weil er T2 auch extra erforscht hat. Ein T2-Generator. Jetzt kommen hier langsam die ersten Pillars. Ein bisschen überfällig.
Jetzt nach 14 Minuten. Mehr Spam-Fabriken. Hier kommt eine Triad. Frage ist, wird sie auch rechtzeitig fertig? Jawohl. So, diese zweite ging jetzt definitiv schneller rauf. Die ACU idelt wieder. Aber wenn wir uns das jetzt angucken, hier ist... Also Jay gewinnt hier gerade durch Spam. Er hat zwei T2 Energiegeneratoren. Er hat eine T2 Landfabrik aufgebaut, die aber anscheinend nur Engineers produziert. Mehr T1er. Aber es ist alles noch gefundenes Fressen für Artillerie. So, Jay sammelt seine Truppen hier. Hat Jay schon nicht... Nee, er hat noch bis jetzt noch nicht hierhin gescoutet. Chris war hier hinten auch noch nicht mit seinen Scouts. Zumindest seit längerer Zeit nicht. Also Jay macht es sich hier sehr bequem. Aber kann er auch. Hat zwar einen kleinen Rückstand, was Massenproduktion angeht. Aber Reclaim hat er definitiv die Nase vorne. Und das sieht man. Und er kontrolliert mehr als die Hälfte der Map. Da sind jetzt langsam mal ein paar T2-Einheiten mit dabei. Aber ich glaube, es ist... Wobei, wir haben jetzt inzwischen 4 T2-Landfabriken. Und die sind jetzt auch alle auf T2. Kann Chris sich das... Ja, anscheinend kann er sich das leisten. Also wenn Jay nicht bald handelt, dann hat er ein Problem. Dann wird sich das nämlich wieder drehen, weil diese Fabriken gerade nicht produzieren. Die hier produzieren aber. Aber Chris kriegt gleich einen ziemlichen Power Spike, wenn er das richtig durchzieht. Sehen wir uns das mal an. Er hat einiges an Pillars hier. Und dagegen dürften die normalen Mantis-Bots nicht viel ausrichten können. Ja, sie flankieren zwar schön, aber gewinnen ist was anderes. Wobei es jetzt sich dreht. So viel dazu. Die Punktverteidigung hilft zwar, aber das ist nicht genug. War es das schon? Also, es ist mit dem Com wird langsam ein bisschen haarig. Wir haben die ersten Rhinos. Also, der Tech-Vorteil hat sich auch bald erübrigt. Und er ist jetzt inzwischen auf... Also, Chris ist jetzt auf ein Viertel der Karte beschränkt. Das heißt, Jay kann ihn auch einfach langsam ausbluten lassen. Also ich glaube, das mit dem Gun-Upgrade könnte ihn, also dass er das nicht gemacht hat, sondern stattdessen auf T2, könnte ihm hier das Genick gebrochen haben. Weil mit dem Gun-Upgrade hätte er einmal hier was wahrscheinlich halten können. Und er hätte auch hier mit dem Commander mehr gerissen. So, jetzt komme ich auch Cybern T2-Einheiten. Das heißt, der Vorteil ist wirklich jetzt weg. So,
wir haben inzwischen T2, T2. Wir haben auch inzwischen T2R, aber er macht noch keine T2R. Also er produziert damit nur die Einser. Dann geht bei T1, bei R eher auf Spam, aber er hat trotzdem Luftüberlegenheit, also ist das auch okay. Und wir haben ein paar Gunships. Die aber schon ziemlich mitgenommen aussehen. Chris versucht einen Push. Ich meine, das muss er. Er hat nicht wirklich eine Wahl, aber er muss seinen Com dafür auch mitnehmen. Ich meine, die Fabrik zu zerstören ist auf jeden Fall gut. Okay, der Com geht wieder zurück, weil ihm das doch zu happig ist. Ja, er musste sich aufteilen und das ist schon mal nicht gut. Stichwort Teile und Herrsche. Da arbeitet sonst irgendwann das Lanchester Square Law gegen einen. Ich meine, ich weiß nicht, ob es schon jemand auf Supreme Commander angewandt hat, aber Anwendung findet es auf jeden Fall. Falls euch das interessiert, Spirit of the Law hat ein Video dazu, wie es in Age of Empires funktioniert, und ich habe ein Video dazu, wie es in Siedler 4 arbeitet. Chris versucht T3 auf der ACU. Aber das wird 3 Minuten dauern. Ich weiß nicht, ob er noch so viel Zeit hat. Wenn ich hier, der Push ist gelungen. Das verunsichert Jay jetzt natürlich ein bisschen. So, Chris räumt hier auf. Was ist bei Jay los? Hat er Probleme mit seiner Masse? Seine Produktion ist ziemlich eingeschlafen. Also wenn... Jetzt verschiebt sich nämlich gerade die Grenze wieder sozusagen und... Chris hat gerade ein ziemliches Comeback. Ich glaube, ich könnte ein bisschen zu früh gesprochen haben. Er ist doch noch nicht über dem Berg, aber Jays Streit macht, sein Vorteil da ist, hat sich gerade aufgelöst. Hier drüben hat Chris natürlich kürzere Versorgungslinien. Wenn er jetzt noch das Upgrade schnell kriegt, wie sieht seine Eco aus? Er könnte definitiv mit den Engineers unterstützen. Also er hätte die Rohstoffe dazu. Aber er scheint eher darauf fixiert zu sein, jetzt hier diese Landfabriken noch zu upgraden, damit er voll auf T2 gehen kann. Was auch definitiv ein guter Move ist. Aber sie produzieren noch nicht. Wo geht gerade seine Masse rein? Ich meine, er baut noch einen T2-Generator. Er hat immer noch kein T2R. Aber das ist im Moment noch kein Problem. Aber die neuen Fabriken, doch, jetzt fangen sie an zu produzieren. So. T3 ist fast durch. Jay hat inzwischen seine ersten T3-Masse-Extraktoren und er geht anscheinend auch auf... Ja, er geht auf T3 Bodeneinheiten. Muss er auch. Aber dafür, dass jetzt Chris hier das Gebiet wieder hat, macht er sich noch nicht daran, die Masseextraktoren zurückzuholen. Aber im Moment ist hier auch mehr Reclaim.
was ihm deutlich mehr bringen würde. Von hier richtig schön. Guckt euch das an. Jede Menge leckeres Reclaim. Da würde man zu gerne mal so ein paar Dutzend Engineers durchschicken. Und ich meine, ein paar kommen hier sogar. Ich meine, Engies sind spottbillig. Hier, 52 Masse. Also reclaimt ein so ein Wrack. Da hat er sich eigentlich schon wieder selber finanziert. So, wir bauen einen T3-Generator bei Chris. Was hat Jay vor? Beide sind sich ziemlich ähnlich, was Einkommen angeht. Aber bei Reclaim ist Jay immer noch bei 8000 Masse vorne. Das sieht nach einem Monkey... Nee, das ist ein Megalith. Ich muss schon sagen, er baut... Oh, okay. Er geht hier auf Schild und dann will er hier in Ruhe einen Monkey Lord bauen. Ne, Megalith, so rum. Die sehen sich aber auch verdammt ähnlich. Aber der Megalith hat weniger Beine. Im Experimental könnte man natürlich hier jede Menge aufräumen. Wenn Chris nicht schnell genug Percivals kriegt. Aber da ist der erste Percival. Also ich glaube, bis dieser Megalith soweit ist... Okay, den Megalith-Plan scheint er auch aufgegeben zu haben. Weil bis der soweit ist, sollte Chris genug Percys haben, dass auch ein Experimental keine Bedrohung mehr ist. Zumindest keine große. Hier wird wieder gepusht. So, die Fabriken hier gehen gerade alle auf T3. Die ist noch auf T1 und der Rest hier produziert Spam. Also T2 Spam. So, will er jetzt da ist der nee, jetzt baut er auf, geht auf Monkey Lord statt auf den Megalith. Frage ist, wird der rechtzeitig fertig? Ich sehe einen Percy. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Also mal drei Percys auf dem Feld. Die hier sind fertig, aber sie produzieren noch nichts. Dafür erhöht er hier gerade sein Masseneinkommen mit den Storages. Einkommenstechnisch hat er jetzt inzwischen einen kleinen Vorteil. Vor allem jetzt hier mit dem Reclaim. Holt er gut auf. Und so schnell kann sich das Blatt wenden. Weil jetzt ist es Jay, der ins Straucheln kommt. Der Monkey Lord wird fertig. Aber wird er helfen? Das ist die Frage. So. Kann sich ein bisschen Masse zurückholen. Die Frage ist, was ist das nächste, was er bauen möchte? Er upgradet die Landfabrik. Also er geht auf T3 Lands. Gut, ein Monkey Lord damit zu unterstützen. Was ist das für ein Symbol? Also ich habe hab ja eine andere UI-Mod. Was ich ganz praktisch finde, um ein paar Sachen besser zu sehen. Aber ich verstehe gerade nicht, was das für ein Symbol ist. Ist das das Experimente-Symbol generell oder haben die alle ein eigenes jetzt? Da haben wir T3-Bots. Also, meint er hat schon T3? Oder werden die bei den Cybrans einfach so verdammt schnell produziert? Nee, das ist das HQ und er hat schon ein... Die hat einfach nur geupgradet. Also er hatte schon T3. So. Dieser Mikrowellenlaser, der hat, glaube ich, so viele Magazincover einfach geschmückt. Also der Monkey Lord war ja wirklich so ein Werbeding auch. Aber mit ein bisschen Eskorte
Jetzt wäre es natürlich praktisch, Luft, was gegen Luft zu haben. Es dreht und wendet sich. Okay, das ist natürlich jetzt schade um den Laser gewesen, dass der natürlich total in den Berg reingeht. Aber Chris muss wieder zurückfallen. Oh, hier ist einiges an Sparkies. Gunships, yo. Den Monkey Lord muss er jetzt erstmal irgendwie aufhalten. Die Frage ist, hat... Oh. Okay, Jay geht auf Atomraketen als nächstes. Das könnte ein guter Follow-up sein, weil ich sehe noch nichts in Richtung strategische Raketenabwehr. So, der Mikrowellenlaser hier hält natürlich selbst ein Percival nicht lange stand. Aber der Monkey Lord dürfte, glaube ich, jetzt auch die längste Zeit ein Monkey Lord gewesen sein. Weil hier kommen jetzt auch die Ravager. Ah, aber er hat trotzdem noch gut reingehauen. Wie viel Reclaim ist das? 9000 Masse. 9000 Masse, die sich Chris jetzt natürlich sofort holt. Aber die Frage ist, weiß Chris, was sein Gegner hier vorhat? Nein, hier ist nichts gescoutet. Ist auch schwierig mit der Luftüberlegenheit, die sein Gegner hier hat. Ja, wir haben T3 Omni. Das dürfte bei so einer... What? Hä? Was? Aber warum? Was ist jetzt passiert? Keine von den ACUs ist zerstört. Sein Gegner hat eine Atomrakete im Bau. Also, wieso hat er aufgegeben? Ist jetzt ein bisschen antiklimaktisch? Ich glaube, ich muss Chris mal fragen, was hier passiert ist und vielleicht mache ich jetzt hier eine Editor-Notiz. Von Zukunftsbini. Ich danke fürs dabei sein und wir sehen uns vielleicht beim nächsten Mal wieder. Vielleicht habt ihr ja auch ein Replay, was ihr mir schicken wollt. Das könnt ihr auf meinem Discord tun. Bis dahin.